Liebe Hasbergerinnen, liebe Hasberger, herzlich willkommen zu Hügel TV. Hallo Hasbergen. Die Wochenendausgabe hier am heutigen Freitag. Bei mir zu Gast heute die Ratsvorsitzende der Gemeinde Hasbergen, Katrin Wahlmann. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Ja, danke schön, Holger. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Haben wir sicherlich was Spannendes gleich zu erzählen. Ich beginne eben noch mal mit ein, zwei kleinen Nachrichten zum Wochenende. Und zwar haben mich einige Menschen angesprochen, wie man direkt in Kontakt jetzt treten könnte. Wir wissen, das ist so ein bisschen schwierig. Kontaktsperre ist hier das entsprechende Stichwort. Und deswegen ist es ja auch nicht so einfach, im Moment ins Rathaus zu kommen. Gleichwohl biete ich eine Bürgermeistersprechstunde an, und zwar in der nächsten Woche am Donnerstag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Wochenmarkt. Denn der findet ja durchaus statt, wie man weiß, und hat ja auch eine gute Resonanz derzeit. Also von daher, da werde ich dann diese Scheibe entsprechend mitnehmen, damit wir auch die Vorgaben erfüllen. Aber da stehe ich dann gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, wir haben schon gesagt, die Wochenendausgabe, wir erwarten fantastisches Wochenende, Wochenendwetter mit beinahe 20 Grad. Also das ist natürlich das, was man sich um diese Jahreszeit wünscht. Und zu diesen bereits genannten Abholmöglichkeiten bei Schirmberg-Kunsche hat sich ein neuer Partner gesellt, jetzt seit kurzem, und zwar ist das Dal Pont, unser Italiener, der die Möglichkeit des Lieferns sogar bietet. Es gibt unterschiedliche Vorschriften. Abholen ist nicht zulässig bei Eisdielen, das ist ganz interessant. Bei Speisewirtschaften schon, bei Eisdielen nicht. Also bietet Dal Pont einen Lieferservice, und zwar von 13 bis 19 Uhr an. Ich nenne mal eben die Telefonnummer, das geht mobil unter 0175 3424 346. Wiederhole 0175 342 4346 oder unter Hasberger Vorwahl 895 13. 895 13. Sicherlich eine gute Idee, sich einen Amarena-Eisbecher in den Garten zu bestellen am Wochenende. Und wenn man entsprechend viel bestellt, dann kostet es auch keine Gebühr. Die Anbieter der Pont weisen darauf hin, dass sie noch keine Erfahrungen damit haben, wie das mit dem Lieferservice ist. Und man möge am Anfang ein wenig Geduld damit haben, bis es sich einspielt. Die haben wir sicherlich, denn lecker wird es dann entsprechend sein. Möglicherweise zu einem schönen gegrillten von Hein oder von Brauer, die ebenfalls aufhaben. Also von daher kann man sich am Wochenende auch unter diesen nach wie vor erschwerten Bedingungen sicherlich zumindest gut verköstigen. Das ist auf jeden Fall schon mal möglich. Liebe Katrin, als Ratsvorsitzende bist du hier und bist auch schon seit vielen Jahren in der Politik, bist schon im Landtag gewesen, also Politik spielt eine ganz große Rolle in deinem Leben, ohne dass wir hier großartig in die Tagespolitik einsteigen wollen. Finde ich spannend. Wie bist du insgesamt dazu gekommen und was treibt dich an? Ja, ich bin insgesamt ein ziemlich politischer Mensch. Also bei uns in der Familie wurde schon viel politisch diskutiert, auch in alle Richtungen eigentlich. Meine Uroma war schon im Ohrbeck im Rat, im Gemeinderat, allerdings für die andere große Volkspartei. Und deswegen waren wir immer schon eine relativ politische Familie. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich muss mich engagieren. Wenn ich irgendwo Ungerechtigkeiten gesehen habe, dachte ich mir, da musst du dich jetzt drum kümmern, und war deswegen immer schon Klassensprecherin, Schülersprecherin und so weiter, und habe dann irgendwann als Teenie mal gedacht, jetzt will ich mal mich richtig, also in Anführungszeichen richtig politisch engagieren, vielleicht bei irgendeiner politischen Jugendorganisation. Und damals, das war in den 90ern, also für die heutige Jugend irgendwie quasi wie fast vor dem Krieg, für mich noch gefühlt noch gar nicht so lange her, war Umwelt auch ein ganz großes Thema, erstaunlicherweise. Also wir haben das irgendwie ja alles schon mal so ein bisschen miterlebt. Und ja, da habe ich mich halt so ein bisschen umgeguckt, welche Partei kommt für mich in Frage. Und bei der Umweltpolitik war ja damals Atomkraft ein großes Thema. Da unterschieden sich die großen Parteien doch noch enorm, sodass für mich dann eigentlich von den großen Parteien nur die SPD in Frage kam, weil die eben damals schon Atomkraftgegnerin war. Es entschied sich im Prinzip so ein bisschen zwischen SPD und Grünen, und aus mehr oder weniger persönlichen Gründen, weil die Leute da netter waren, bin ich dann einfach in die SPD gegangen, und die haben natürlich gleich gesagt, super, da kommt ein junger Mensch, kandidier doch direkt für die Gemeinderatswahl. Das war 1996, also vor fast 25 Jahren. Und dann habe ich mir auf Anraten der Jusos den letzten Platz geben lassen, weil die dachten, das ist vielleicht aussichtsreicher als einer irgendwie so im unteren Drittel.
und bin dann auch direkt in den Gemeinderat gewählt worden mit 19 Jahren und dachte im ersten Moment, um Gottes Willen, wo bist du hier gelandet? Weil außer Sönke Siegmann, der damals auch gewählt wurde, niemand in unserem Alter war. Der nächstjüngste war, glaube ich, Frank Stiller, der aber 20 Jahre älter war. Und dann haben die über Sachen geredet, die irgendwie in den 70ern schon mal entschieden wurden, als wir zwei waren oder so. Und also am Anfang war es echt schwierig, aber nach und nach wächst man da rein und ich konnte mich mit vielem identifizieren, was wir hier in der Gemeinde halt so machen. Gerade so Jugendthemen waren das damals, aber auch Bauen, also wo entsteht ein Baugebiet, wo will ich vielleicht lieber Natur erhalten oder wo meine ich, das passt gut hin. Welche Straßen müssen sicherer gemacht werden? Wo kann an den Schulen noch was verbessert werden? Also sowas sind halt Themen, die man auch gut als junger Mensch schon mitbearbeiten kann. Und dann dachte ich mir, macht ja irgendwie doch Spaß. Und bin dann immer weiter dabei geblieben und bin jetzt tatsächlich schon zum 5. Mal im Rat. Also ich bin, glaube ich, nach Obowerz die Dienstälteste. Und nach wie vor, also manchmal macht es natürlich auch keinen Spaß. Das ist, weiß jeder, der hier sitzt. Aber meistens ist es doch schon befriedigend, zu sehen, dass man sich irgendwas vorgenommen hat und das dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt werden kann. Ja, und es ist interessant, es sind ja Dauerbrenner, diese Themen, die du ansprachst, die waren in den 90ern, die gelten heute immer noch, manchmal ein bisschen andere Vorzeiten, andere Vorschriften vielleicht, aber die Themen sind noch ähnlich. Und ich glaube, es ist noch genauso, wenn junge Menschen dazukommen, dass sie gleich begeistert aufgenommen werden. Klar. Also von daher kann man ja auch vielleicht an dieser Stelle, es ändert sich gerade richtig viel, es passiert unglaublich viel in der Welt, Vorzeichen werden anders sein in Zukunft. Also sicherlich sind die demokratischen Parteien in Haspengen auch glücklich, wenn sich junge Menschen entscheiden, mitzumachen. Kann man wirklich nur jedem raten. Also gerade in dieser wirklich spannenden Zeit, die ist ohnehin im Vorfeld schon ein bisschen politisierter worden, vor Corona, und jetzt die Welt nochmal eine ganz andere. Also ich glaube, diesen Appell können wir beide durchaus unterschreiben, wenn wir sagen, die Partei, die euch anspricht, sprecht ihr sie einfach mal an oder lasst euch ansprechen bei verschiedenen Gelegenheiten. Das ist schon spannend, was da passiert. Und tatsächlich, es macht nicht immer Spaß. Manchmal ist man, verliert man das eine oder andere Haar, das wird vielleicht sogar grau. Aber bei dir nicht, bei mir schon. Solange es dranbleibt, geht's ja. Ne? Genau, solange es dranbleibt. Aber es ist dennoch wirklich unheimlich spannend und mitmachen wäre da für jeden, glaube ich, der sich ein bisschen politisch interessiert, eine ganz tolle Variante. Genau. Wir freuen uns auf euch. So ist das. Da sind wir uns vollkommen einig. Ja, Kathrin, und obwohl du die Politik so liebst, hast du eine Entscheidung getroffen, die ich persönlich außerordentlich beeindruckend fand, vor der letzten Landtagswahl. Da hast du nämlich darauf verzichtet, erneut in den Landtag zu gehen. Und dieser Verzicht hatte einen Grund. Ja, meine Familie im Prinzip. Also ich habe zwei kleine Kinder oder mittlerweile sind sie schon 5 und 8, also so mittelkleine Kinder. Und von Haspengen nach Hannover zu fahren ist einfach eine unglaubliche Ochsentour. Und es ist so, dass man, wenn man im Landtag ist, eigentlich jede Woche mehrere Tage da ist. Einmal im Monat ist ja Plenarwoche, da ist man dann komplett die ganze Woche vor Ort und in den anderen Wochen sind Ausschusssitzungen und Gremiensitzungen und man bespricht was vor und nach und da fährt man eigentlich 2, 3, 4 Tage immer unterschiedlich nach Hannover und zurück. Und wenn man nicht in Hannover ist, dann hat man vor Ort noch ganz viele Termine mit dem Bürgermeister, der einen Radweg vielleicht neu gemacht haben will vom Land oder mit der Schule, die was mit Inklusion besprechen möchte oder mit ganz vielen unterschiedlichen Bürgerinitiativen, Kirchenverbänden. Also man hat schon echt genug zu tun. Und das macht total viel Spaß. Also das ist auch da genauso wie in der Gemeinde, dass man halt sich auch freut, gerade wenn man an der Regierung beteiligt ist, dass man Sachen sich überlegt, die man für gut hält für die Gesellschaft und die dann auch tatsächlich umsetzen kann. Also das ist schon befriedigend. Aber mit zwei kleinen Kindern, wenn man sich überlegt, man fährt 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, da geht so viel Zeit bei drauf. Und es war teilweise so, dass ich zwar den Nachmittag dann nichts hatte, aber abends wieder Veranstaltungen. Und für die Kinder war das letzten Endes gar nicht so schlimm wie für mich, muss ich sagen, weil wir meine Eltern bei uns nebenan haben und die unglaublich viel mit den Kindern gemacht haben. Und mein Mann natürlich dann auch häufig nachmittags und abends. Aber ich dachte irgendwie, ich verpasse das alles. Also es hat mich echt geschmerzt, halt nicht mit denen zum Ballett fahren zu können, sondern irgendwo in der Sitzung zu sitzen oder nicht mit denen eine Fahrradtour zu machen, weil irgendwer für 50 Mal Blut spenden, was eine wichtige Sache ist, aber geehrt werden musste. Und da dachte ich mir, ich würde das bestimmt gerne mal irgendwann wieder machen, aber so die nächsten 10 Jahre bin ich da erstmal raus. Das können dann andere machen und die können die wichtigen Entscheidungen treffen, die wichtigen Ehrungen vornehmen. Das ist ja im Prinzip nichts, also das können ja andere vielleicht auch genauso gut wie ich, das will ich gar nicht unbedingt sagen.
Und ich möchte jetzt lieber wieder mehr Zeit mit meiner Familie haben. Und ich habe ja zum Glück noch einen anderen schönen Job, den ich vorher gemacht habe. Oder Beruf, muss man eigentlich sagen. Es ist ja nicht nur ein Job, sondern tatsächlich ein Beruf und eine Berufung. Und deswegen bin ich jetzt wieder als Richterin tätig mit 0,6. Das heißt nicht mit voller Stelle, sodass ich dann die Nachmittage halt Zeit habe. Und das ist echt schön. Und zwar erfreulicherweise auch am Landgericht Osnabrück, genau, ja. Wo du ja mit einem anderen Hasberger auch zusammenarbeitest, mit Dr. Thomas Fehn. Vorher warst du ja auch nicht in Osnabrück entspringen und auch da ist es, glaube ich, wichtig, diese Fahrzeiten eben nicht mehr wahrnehmen zu müssen, um diese Work-Life-Balance tatsächlich herstellen zu können. Also das ist durchaus ja in deinem Sinne gelaufen. Genau, ja, das ist auch gut und das ist ein ganz tolles Landgericht, wenn man nicht unbedingt als Angeklagter da ist, dann ist es vielleicht nicht so schön, aber ansonsten ganz viele nette Menschen, engagierte Richterinnen, Richter, engagierte Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, netter Präsident, also alles super. Also wenn die Zeit käme, dass die Angeklagten das sogar noch toll finden, dann würde sagen, dann wird es auch irgendwann, irgendwann natürlich spannend. Was passiert im Moment juristisch? Man kann sich das ja vorstellen, wir haben auch Schwierigkeiten, Sitzungen abzuhalten im Moment. Wir haben hier eine Scheibe zwischen uns. Das wird ja auch sicherlich Auswirkungen auf die Gerichtsverhandlungen haben derzeit. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben eigentlich alles runtergefahren, bis auf Sitzungen, die unaufschiebbar sind. Und das sind in Strafsachen diejenigen Sachen, in denen jemand in Haft sitzt, weil die eben Anspruch darauf haben, dass man das auch innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne dann verhandelt. Oder wenn das Fortsetzungstermine waren, weil man eben nur eine gewisse Zeit unterbrechen kann, sonst müsste man wieder neu anfangen. Das ist zwar jetzt verlängert worden, aber die Sachen, die machen wir eigentlich in der Regel dann noch weiter. Und heute hatten wir zum Beispiel gerade wieder eine Haftprüfung, da wollte jemand aus der Untersuchungshaft entlassen werden, der bleibt jetzt allerdings drin, aber solche Sachen, die verhandeln wir dann schon, aber danach sind wir auch gehalten, alle wieder nach Hause zu gehen. Und Zivilsachen, da werden auch wirklich nur ganz, ganz dringende Fälle verhandelt. Und dafür gibt es auch eine Spezialkammer, die aus 4 Personen besteht, die machen nur diese eiligen Fälle. Und alle anderen Kolleginnen und Kollegen sind gehalten, zu Hause zu bleiben, damit wir eben uns gegenseitig nicht anstecken und das Publikum auch nicht anstecken. Apropos Publikum, das Publikum ist auch auf ein Minimum reduziert worden. Da sind jetzt je nach Saalgröße nur noch 3 bis 5 Personen als Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Und ehrlich gesagt, vielleicht kann ich dann jetzt auch einmal an die Zuschauerinnen und Zuschauer appellieren, vielleicht bleiben sie einfach die nächsten Wochen noch zu Hause. Das ist, glaube ich, für sie und für alle Beteiligten sicherer. Also natürlich sind Gerichtsverhandlungen interessant, aber im Moment kann man vielleicht sich auch irgendwie anders die Zeit vertreiben. Also das muss vielleicht jetzt im Moment nicht unbedingt sein. Ganz genau, das kommt alles entsprechend wieder, dann aber wahrscheinlich auch mit einem gewissen Berg, den ihr dann vorher hier schiebt. Ja, ne? Das ist in der Tat so. Also da haben jetzt auch alle schon ein bisschen Angst davor. Man kann zwar immer noch so Sachen schon mal vorbereiten, das spart man sich dann ja hinterher. Es gehen ja auch weiterhin noch Sachen ein von Anwälten oder auch von der Staatsanwaltschaft. Aber das wird schon einiges, was wir dann hinterher zu verhandeln haben. Da müssen wir alle ein bisschen schneller arbeiten und ein bisschen mehr arbeiten, auch nachmittags. Ja, das ist wohl so. Ja, kommen wir alle nicht drum zu. Das wird in vielen Bereichen so sein. Und irgendwann wird es ja dann auch entsprechend wieder losgehen. Wo es noch nicht ganz losgehen wird. Aber übrigens, eine Sache möchte ich noch gerne sagen. Katrin hat hier eigene Deko mitgebracht. Das finde ich also auch richtig klasse. Auch wer in Zukunft eingeladen wird, kann das natürlich gerne mal machen. Wir richten uns das hier immer so ein bisschen heimisch ein. Also von daher find ich toll, die gefällt mir richtig gut. Ja, und da sind wir schon so ein bisschen bei Deko, so ein klassisches Fest ist ja Ostern, habe ich auch gedacht, osterlich steht noch gar nichts hier. Das werde ich in den nächsten Tagen mal so ein bisschen ändern. Wie verbringt ihr Ostern unter diesen besonderen Bedingungen? Also der Osterhase kommt natürlich nach wie vor. Wir haben ja zum Glück einen Garten. Wenn gutes Wetter ist, verteilt der Osterhase auch immer draußen seine Sachen. Ich bin ganz gespannt, ob das dieses Jahr auch wohl der Fall sein wird. Da warten die Kinder natürlich auch schon drauf und ansonsten machen wir eigentlich nichts Großartiges. Also wenn gutes Wetter ist, werden wir bestimmt grillen und ansonsten einfach ruhige Tage verleben, wahrscheinlich mal rausgehen. Ich denke, wir waren ganz viel im Hügel in der letzten Zeit. Meine ältere Tochter hatte Geburtstag, jetzt unglücklicherweise auch noch gerade letzte Woche, wo man keinen einladen konnte, hat ein Schnitzmesser gekriegt und findet das ganz toll. Deswegen werden wir auf jeden Fall in den Hügel gehen und da irgendwas schnitzen, aber ansonsten nichts Besonderes. Ja.
Ja, ja, tolle Wege von Terra Vita. Also ja, die genau. sind auch im Moment richtig ja. gut begangen. Ja. Das kann man so feststellen. Eine wunderbare Freizeitbeschäftigung. Ja. Das geht an diesem Wochenende. Einiges geht noch nicht wieder, aber auch das kommt wieder. Genau. Und ich glaube auch in einer Zeit, die jetzt nicht mehr ganz so ja. ewig ist. Wir haben da Hoffnung. Möchtest du nun ein Schlusswort oder... Ja, also ich habe mir jetzt nichts Spezielles überlegt, aber ich wünsche natürlich allen, dass Sie und ihr möglichst gut oder wir gut aus dieser Krise rauskommen. Es ist eine schwierige Zeit. Ich finde das selber auch relativ belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt so psychisch, auch wenn es mir körperlich zum Glück gut geht, weil man eben nicht weiß, wie lange das noch dauert. Aber deswegen kann ich nur an alle appellieren, versucht euch irgendwie eine Auszeit für euch selbst zu nehmen. Fahrt mit dem Fahrrad einmal um den Block, das kann man alleine tun, oder geht joggen oder geht walken. Oder notfalls setzt euch ins Auto und macht laut das Lieblingslied an und singt mit. Also man muss irgendwie ja auch zusehen, dass man selbst auch gesund bleibt, auch geistig bei der ganzen Sache. Also von daher... versucht euch irgendwie eine klitzekleine Auszeit zu nehmen, selbst wenn ihr Homeoffice mit Kindern macht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald gesund alle wieder. Ja, ein sehr guter Tipp, Katrin. Tatsächlich mit Musik ist dann auch manchmal so, wenn man das eine oder andere Lied hört, ist man vielleicht ein bisschen sentimentaler als sonst. Das muss ich auch zugeben. Da kann sich sicherlich keiner von vorsprechen, aber ist vielleicht auch nicht unbedingt der Schlimmste. Ja. Also unter den Bedingungen wünschen wir, Katrin und ich, euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund.